So, guten Tag zu Tag 7, 6, irgendwie sowas. Heute gehen wir nach Wakayama. Das ist ein bisschen weiter. Ich war noch nie da, deshalb ist, glaube ich, richtig nice. Wir freuen uns schon richtig. Da treffen wir jemanden, dann gehen wir zum Schloss, machen ein paar andere Sachen und auf jeden Fall richtig nice. Wir sind relativ früh aufgewacht heute, deshalb ja, war es gestern Abend ein bisschen chilliger. Und ja, wir packen es, wir gehen jetzt zum Bahnhof. Bis gleich. Wir sind jetzt in Nishikujō, eine der Stationen, wo man für USJ umsteigt, Universal Studios Japan. Und hier ist das Gleis, wo die Leute hier alle warten. Und hier ist der Zug, wo wir warten. Also fast niemand wartet hier. Und hier ist so richtig, richtig voll. Es ist halt so, dass ein Feiertag, also es ist halt Ferien und es gehen halt richtig viele nach zu diesem USJ. Obwohl das halt alles so richtig teuer ist. Ja, es geht. Also alle Leute, die wir irgendwie fragen, sagen halt so, yo, von USJ oder. Das ist halt so, wenn du Japaner fragst, wo warst du schon mal, dann einmal Tokyo Disneyland und einmal USJ. Das Bittere ist, die Leute hier in der Region haben alle so einen Rennpass, so einen Jahrespass. Also ein so ein Eintritt kostet 7000 Yen, also ungefähr 70 Euro. Und ja, so ein Jahrespass kostet halt 200 Euro. Das lohnt sich halt für die richtig, weil die gehen halt da immer hin quasi. Hier kommt dieser Zug. Sieht ein bisschen besonders aus. So, willkommen in Wakayama. Willkommen am Schloss. Unser Treffen verspätet sich ein bisschen. Aber das Schloss sieht geil aus. Und wir haben hier ein bisschen was Spezielles. Und zwar hier ist der Automat offen. Man kann sich einfach was rausnehmen. Keine Ahnung, wo der Typ ist, der das eigentlich machen soll. Also so ein CC-Lemon finde ich schon geil, das hier. Mhm. Aber ja, es sind nur, hier in Japan sind nur Ausländer, die auf solche Gedanken kommen. Ja, wir sind ja nicht mehr wirklich so Ausländer hier in Japan. Also haben sie die super mega Party Karaoke Bar geschafft, wie ihr seht. Das ist ein mega fetter Raum. Jetzt singen wir ein bisschen Karaoke. Viel Spaß. Wir sind hier in so einem richtig geilen Zug. Also erstmal halte ich mich ein bisschen fest. In so Fischdinger-Formen. Die sind überall beim Zug so, keine Ahnung, halt so Dinger. Dann gibt es immer solche Teile, die man anfassen muss. Hier ist noch so ein Ding. Also, when you touch the heart-shaped scale, abundant, auspicious things may come to you. Also quasi... Ist das gut oder schlecht? Schon gut, oder? Ja, ja, schon gute Sachen. Und man muss quasi nur das hier anfassen. Ach, nur das hier? Ja, nur dieses Herzdings. Ja, also man wird hier gut unterhalten im Zug. Sehr gut. Und der Zug ist von außen pink, wie man bei der Anfahrt gesehen hat. Und ja, man muss sich hier schon ein bisschen festhalten. Hier ein bisschen. Ja, genau so. Densha no namae wa? Tai-densha. Das ist quasi so ein süßer Zug. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Tokio oder so den auch mit Hello Kitty oder sowas gibt. Oder mit Anime-Dingern. Und die Bahnhöfe waren richtig cool. Die haben mir so ein geiles Bild gemacht. So, wir sind jetzt ein Stückchen gelaufen. Und sind jetzt tatsächlich am Meer. Und man sieht natürlich gar nichts auf der Kamera. Hier sieht man so ein paar Lichter vielleicht. Ja, wir werden jetzt vielleicht ein kleines Plätzchen suchen. Wir haben hier noch ein paar Stündchen. Wir haben schon nach dem Zug geschaut. Könnte sehr spät werden. Also, ja, es wird sicher sehr spät. Aber wir wollten nicht den letzten verpassen. Und da müssen wir halt so gehen.
11 Uhr spätestens hier, 9 Uhr spätestens hier los. Ja, mal schauen, was es wird. Auf jeden Fall laufen wir hier noch ein bisschen. Wird chillig. Jo. Man sieht hier wirklich wenig, außer quasi das Wasser, das ab und zu mal kommt. Ja, ich will es mal anfassen. Ich, boah. Ja, es ist schon sehr matschig. The castle where we were today. Which direction? Wir fahren hier so, ich zeige gerade so ein paar Bilder von Interrail. Und ja, hat mich schon ein bisschen interessiert. Und dann so, oh, da ist mein Haus. Okay, ich muss jetzt hier aussteigen. Dann hält er sofort an und so, okay, tschüss. Geht hier raus. Okay. Aha. Gut. Wir waren jetzt noch gerade ein bisschen spazieren gehen in der Stadt Wakayama, da wir ja allein gelassen wurden. Wir waren jetzt an dem Fluss nochmal. Und zwar sind eine ziemlich schöne Stelle, sah cool aus. Leider ist hier, ich glaube hier. Ich schau gleich Google Maps. Aber ja. Ja, ich habe ein paar Bilder genommen, sind aber nicht so gut geworden. Ja, wenn es noch hell gewesen wäre und man zumindest noch ein bisschen was gesehen hätte, wäre es richtig geil, da wäre er schön gegangen. Für 100 Likes gehe ich schwimmen nächstes Mal. Okay, ihr habt ihn gehört. Nehmt ihn mein Wort. Ich hab letztes Mal gesagt, als wir von Tokio nach Nagano gefahren sind und am Abend bei der Gastfamilie waren, ganz am Abend, da haben wir, weiß nicht, bestimmt wieder wach waren, keine Ahnung, 35, 36, irgendwie sowas. War der ultra am Arsch. Bei dem Video habe ich gesagt, so ja, wenn das Video 20 Likes bekommt, dann machen wir nochmal durch. Ich habe bis jetzt 11, also strengt euch mal an. Sucht das Video nochmal raus. Also, ja. Wie viel war unser Durchmachrekord nochmal? 37 Stunden? So was vielleicht, ja. Ja, das ist halt durchgehend. Also meiner war noch ein anderer. Ich mal ja, okay, Simi ist nochmal. Hier auf Japan, in Japan war. In Japan ist 37. Ich glaube, von Alpha schon. Weiß ich. Ja, ich bin noch eine Zeit lang hier, also mal schauen, wie das wird. Eigentlich haben wir eh einmal durchgemacht, aber war so halb. Also das war nicht wirklich durchgemacht. Ich fühle mich eigentlich aber ziemlich erholt. Also im Endeffekt insgesamt schon ziemlich viel geschlafen gestern. Ja. Weil echt früh ins Bett sind oder Mittag. Auch 2-3 Stunden geschlafen. Ja. In den Convenience haben wir auch immer mal wieder ein bisschen gepennt. Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Sorry. Wir machen uns das auf dem Heimweg. Ja, Wakayama war richtig geil, nur sowas. Ja, zwischen, also das Endfazit. Ja. Und wir gehen essen wahrscheinlich in Kobe, in Mikage, in der Nähe von meinem Haus. Ja, see you then.